Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, dir vertraue ich. Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren. Denn niemand, der auf dich hofft, wird zur Schande. So lautet der Einöffnungsvers aus Psalm 25 zum ersten Adventssonntag. Ich begrüße Sie herzlich zur meditativen Hörandacht zu Beginn des Advents aus unserer Kirche Katharina von Siena in Köln-Blumenberg. Mein Name ist Andreas Schönfeld, an der Orgel begleitet uns Eckhard Isenberg. Der Advent hat für uns mehrere Bedeutungen. Er erinnert uns zunächst an das Ende der Welt, aber im Sinne einer Hoffnung auf ein endgültiges Kommen, Eingreifen Gottes, dass Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität für alle Menschen geschaffen wird. Zugleich sprechen die Lesungen im Advent immer wieder von der Wachsamkeit, dass wir Gottes Ankunft in unserem Leben, deren Zeitpunkt niemand wissen kann, bewusst erwarten, dass wir spirituell, menschlich vorbereitet sind. Schließlich besagt der Advent die Hoffnung auf die Geburt des Messias, mit dessen Kommen das göttliche Friedensreich anbricht, was sich für uns in der Geburt Jesu Christi an Weihnachten erfüllt. Die Corona-Krise, wachsende politische Unruhen, die Umweltkrisen, gesellschaftliche Umbrüche, vor allem vielleicht auch die aktuelle Krise in der Kirche, da vor allem als Institution, machen uns vielleicht neu die Zerbrechlichkeit unseres Lebens, unserer Entwürfe, unseres Daseins bewusst. Doch bei allem Schwierigen, Bedrohlichen, aus der Erfahrung des Glaubens, des Evangeliums, ist es vielleicht auch ein Ruf ins Wesentliche, sich im Vertrauen auf Gott zu erneuern, umzudenken, Neues zu entdecken, vor allem vielleicht die Dankbarkeit für das, was wir an Gutes allem erfahren haben, sich in einer Unerschütterlichkeit auch der Not unserer Zeit stellen. Die Errungenschaften, Werte und Ziele unserer Gesellschaft, aber auch der Kirche und in unserem persönlichen Leben neu zu sehen, sie vor allem weiterzuentwickeln, sie zu läutern und insbesondere auf die Weisheit Gottes stärker auszurichten. All das könnte uns vielleicht die Krise lehren. Christus lädt uns ein, alternativ zu leben. Im Advent geht es, anders als in der Fastenzeit, mehr um die Entwicklung, um die Innerlichkeit. Wir sprechen von der Gottesgeburt. Jemand hat mal gesagt, mach es wie Gott, werde Mensch. Das heißt, werde mehr Mensch, mehr du selbst, für dich, für andere, ja für Gott. Der Advent stellt uns Fragen. Was will sich in meinem Leben entwickeln und was brauche ich dazu? Was will ich Neues tun und erleben? Was sind befreiende Alternativen für mich? Oder wohin geht meine Sehnsucht nach mehr Leben, nach mehr Freude? Wohin geht meine Sehnsucht? Geht sie auch nach Gott? So beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, sei mit euch. Gott ist unter uns gegenwärtig, wo wir in seinem Namen uns versammeln, auf sein Wort hören, auf ihn hoffen. Christus, Gottes Weisheit, erschließt uns in seinem Licht unser Leben, um uns Erleuchtung, Hoffnung und Erlösung zu schenken. So wollen wir uns in seine verborgene Gegenwart stellen, sein Erbarmen auf uns herabrufen.
Jesus, du bist das Licht auf unserem Weg. Herr, erbarme dich. Christus, du bist das Licht in allem Dunkel. Christus, erbarme dich. Jesus, du bist das Licht unserer Hoffnung. Herr, erbarme dich. Der gütige Gott erbarme sich unser. Er schenke uns Vergebung, Zuversicht, Trost in allen Dingen und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du Geheimnis unseres Lebens, wir erwarten in diesen Tagen die Ankunft deines Sohnes. Schenke uns Wachsamkeit für deine Fügungen. Öffne unser Herz, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sagen willst. Dass wir Menschen der Hoffnung werden und den Weg des Lebens gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Seit Jahrhunderten beten wir mit dem Psalm Israels im Geist einer unerschütterlichen Hoffnung zu dem Gott unseres Lebens, zum Vater Jesu Christi, dem göttlichen Ursprung und Ziel allen Lebens, dass er komme, seine Gerechtigkeit, sein Friedensreich endgültig unter den Menschen zu errichten. Der Theologe, Dichter Hub Osterhus hat den Psalm 25 einmal frei übersetzt, betet ihn mit dem Empfinden unserer Zeit. Zu dir, Lebendiger, steigt meine Seele. Dir vertraue ich, dass du bist. Dich verlange ich, eins zu sehen. Durch die Nacht hindurch sehen deine Augen mich. Von meinem Elend wende dich nicht ab. Mein Vertrauen beschäme es nicht. Auf dich warte ich lebenslang. Jeden Tag neu suchen meine Augen dich. Lass mich dich nun finden, du Liebe, wende dich nicht ab. Dass wir diese Sehnsucht verspüren, dafür ist Wachsamkeit eine der Voraussetzungen. Jesus erzählt viele Gleichnisse, spricht oft darin von der Wachsamkeit, dass wir im Hier und Jetzt, in unserem Alltag, im Augenblick Gott erwarten. Nicht in der Vergangenheit, dass wir ihr nachtrauern, dass nicht wir illusorisch von der Zukunft träumen. Im Hier und Jetzt, Schlüssel zur Gotteserfahrung, zum Trost Gottes, ist für Jesus das bewusste Leben im Augenblick, im Vertrauen unerschütterlich auf die Gegenwart Gottes, eben in allen Höhen und auch Tiefen des Lebens. Eben dadurch, dass ich meinem Geist in allen Dingen Gott mich zuwende, ihn nicht vergesse, indem ich glaube, hoffe und liebe, einfach so, ohne Hintergedanken, zweckfrei, indem ich einfach da bin vor Gott, im Schweigen, im Tun, ganz gleich, was geschieht. So heißt es im Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch also vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend, ob um Mitternacht, ob beim Hahnschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Der Türhüter. Wer ist das? Wir können sagen, der Türhüter ist der wache Geist, den wir alle haben. Eine gesunde Intuition, aber hier meint er noch einmal etwas mehr. Er meint einen wachen Geist, der auch ein Gespür hat für Gott, für die göttlichen Fügungen, für die Stimme des Gewissens, für besondere Situationen. Ein Gespür für den rechten Augenblick, ein Gespür, wie ich beten und bitten kann. Ein Gespür, wie ich das richtige Wort finde, wie ich mich öffne dem Göttlichen und so auch mich mit anderen Menschen verbinde. Jesus spricht oft von der Wachsamkeit. Wir brauchen diese innere Wachheit, um wirklich Gott zu erfahren.
Da heißt es ja, plötzlich, wir alle haben die Erfahrung gemacht, viele Wesentliches in unserem Leben, die besondere Begegnung war plötzlich da. Dem Menschen, der mich mein Leben lang begleitet, eine Chance. Das Wesentliche ist oft plötzlich da und viele nehmen dann oft die Chance nicht wahr, können es nicht, weil sie abgelenkt sind, weil sie schlafend sind und sagen dann hinterher, das war eine verpasste Chance. Deswegen sagt Jesus, seid wachsam, also nicht schlafend. Was meint der Schlaf hier? Er meint nicht den physischen Schlaf. Wir können schlafen und doch plötzlich sofort hellwach sein. Jesus meint hier diesen Seelenschlaf. Und was ist der Seelenschlaf vielleicht für uns? Dass ich immer wieder über dieselben Fehler nachdenke, dass ich keine Entscheidung treffe, vor allem aber, dass ich abgelenkt bin, oberflächlich, träge, dass ich überhaupt keine Fragen mehr stelle, dass ich mich dem Trott ergeben habe, dass ich unsensibel geworden bin, mich für Gott zu begeistern, vor allem überhaupt ihn noch zu verspüren, vielleicht sogar ich aufgegeben habe, überhaupt ihn zu suchen oder sogar aufgegeben habe, die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Und ich glaube, diese Frage ist für uns alle wichtig. Nochmal ganz gleich, wie ich dann beantworte. Der Advent will uns einladen, wesentlich zu werden, tiefer zu spüren, worum es im Leben geht, unsere Sehnsucht zu verspüren nach Sinn und damit auch nach dem Göttlichen, einer Transzendenz, die nicht vergeht. Wenn im Advent auch vom Weltende die Rede ist, meint das immer, die Welt muss vergehen, diese Gestalt im Augenblick muss vergehen, damit das Göttliche, das Wesentliche erscheinen kann. Insofern erwarten wir Christus auch in dem Sinne, als derjenige, der am Ende der Zeiten wiederkommt und diese Welt verwandelt in ein Reich des Friedens. Und wir alle haben auch die Erfahrung gemacht, etwas Wesentliches entsteht, wenn die alte Form vergeht. Und insofern lädt der Advent uns ein, wachsam zu sein für eine Entwicklung in unserem Leben auf Gott hin, aber auch auf eine Entwicklung hin in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, nach mehr Leben, nach mehr Sinn, nach mehr Geborgenheit und Solidarität, eben nach einer tieferen geistlichen Erfahrung. Wir wollen Gott bitten um seinen Beistand, um seinen Geist, um Entschiedenheit und Mut, die Würde und Rechte der Menschen, die in unseren Tagen so oft bedrängt sind und vergessen, zu bewahren und zu schützen. Herr, erbarme dich. So heißt es über die Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Herr, erbarme dich. Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Herr, erbarme dich. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Herr, erbarme dich. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Herr, erbarme dich. Und jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Herr, erbarme dich. Unbegreiflicher Gott, du bist für uns die Quelle allen Lebens. Du bist ein lichterfüllter Abgrund in unserer Zeit. Zeige uns gerechte Wege, unsere Werte in unserem Land, auch in der Kirche, aber auch überall in der Welt zu verwirklichen und zu bezeugen. Wir haben den Geist des Glaubens empfangen, der uns zu Kindern des Lichtes macht. Darum wollen wir voll Vertrauen um das Kommen Gottes in unserem Herzen, in unserer Welt, die Verwandlung dieser Welt in sein Reich des Friedens beten, mit dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Gott bitten um seinen Segen für eine fruchtbare, alternative Adventszeit, für eine Sehnsucht neu wach im Herzen, für ein anderes Weihnachten, vielleicht mit mehr Gespür für das Wesentliche, Tröstliche, Befreiende, Andere, für Gott als Geheimnis,
dass wir für gute Begegnungen sorgen und sie finden, gut auf uns selbst und andere achten, vor allem als Freund in Christus, Weggefährtin im Glauben wachsen und reifen. Der Herr segne und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig, der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. So segne und geleite uns der dreieinige und barmherzige Gott in dieser Zeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis, Dank sei Gott dem Herrn.